Willkommen zu Frequent Traveler TV. Die heutige Ausgabe dreht sich wieder um die Onboard Belights. Deshalb sind Mario. Jawohl, hier. Und ich als Larsemann wieder unterwegs für euch gewesen, haben euch das Update für die Onboard Belights geholt. Jetzt werdet ihr denken, hey, Onboard Delights, Business Class, confusing. Nein, das handelt sich wirklich um die Economy Class, um das Buy on Board. Also es geht nicht um das, was in den neuen Business Class Konflügen gereicht wird. Da hatten wir ja letzte Woche das Update zu gemacht. Ich werde euch das auch irgendwo verlinken. Gute Idee übrigens, habe ich nicht vergessen. Und wir werden am Ende der heutigen, sollen wir es Show nennen? Am Ende des Updates werden wir auch die Übergabe des grünen Remover-Koffers euch nochmal in Bild und Ton geben. Insofern jetzt wie immer erstmal das Intro. Ja, wir sind beide hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Heute sind wir mehr im Bereich mehr Status. Ja, heute sind wir im Bereich von Kulinarik unterwegs, Gourmets in der Luft. Aber bevor wir da aufs Thema eingehen, wisst ihr ja wie immer, ihr müsst den Kanal abonnieren, ihr müsst den Beitrag liken, kommentieren unten und die Glocke anmachen, wenn ihr abonniert. Ganz, ganz wichtig, diese vier Sachen, das ist euer Pflichtprogramm, eure To-Do-Liste für heute oder eigentlich für immer. Eure To-Do-Liste für immer. Ja, also Mario, was war das Onboard Delight? Was ist da in deinen Augen der Stand der Dinge und was musste da geändert werden? Vor allem warum? Ja, geändert werden musste natürlich gar nichts. Aber wir wissen ja, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, seit Ende Mai hatte Lufthansa ein Buy-on-Board-Konzept und wie das geplant war, werden alle 3 Monate dort die Hauptgerichte ausgetauscht und das wäre jetzt mal an der Zeit und deswegen werden die Sandwiches, die Salate und der Kuchen jetzt im September ersetzt und ich meine, man möchte ja auch nicht ewig denselben Kuchen, dieselben Sandwiches und dieselben Salate essen und insofern werden die Dinge ersetzt. Die beiden Sandwiches, die ich gerne mal probiert habe, die aber aus waren auf meinem Flug, nämlich das Pastrami oder das Tomate Mozzarella Sandwich. Ich werde wohl nie erfahren, wie sie geschmeckt haben. Werden dann ersetzt durch ein vegetarisches Ziegenkäse-Walnuss-Wrap und ein Sweet Chili Chicken. Ja, beziehungsweise der Walnuss-Wrap ist nochmal, kommt noch zusätzlich und Sweet Chili Chicken und Olive Brie, also wahrscheinlich Olive Käse, kommt halt für die jetzt vorhandenen, hoffentlich lecker gewesenen Sandwiches dazu. Ich weiß ja, hast du mal eins probieren können? Nein, habe ich ehrlicherweise nicht probiert. Und warum? Ganz einfach, weil ich die ganze Zeit Business Class geflogen bin und als ich Economy Class geflogen bin, hatte ich nicht wirklich Hunger. Insofern muss ich da leider passen. Ja, ich war gerade etwas verwirrt, aber ich wollte euch eigentlich die Bilder reinschieben. Ich habe einmal das Bild von Mario fast überdeckt. Das ist jetzt dieser Chicken Caesar Salat, den ihr im Bild seht, über dem Gesicht von Mario und mir. Ich habe es einfach mal mittig, ich verschiebe es auch nochmal hier. Ne? Es sieht lecker aus. Sieht lecker aus. Also insofern, das finde ich top. Dann gibt es nochmal das Chicken Sandwich, also was Mario angeboten hat, euch als, wie heißt das so schön, als Sweet Chili Chicken. Darauf freue ich mich ganz besonders. Und was ich euch vorher schon eingestielt habe als Bild, das gebe ich euch auch nochmal, das geht oben rechts in die Ecke, das ist diese Salatbowl, die auch etwas geändert worden ist, hier in die Mitte nochmal.
Das sieht alles sehr frisch und sehr schön aus. Also insofern finde ich das in Ordnung für die Nachspeisen, die kommen. Das ist dieses Mango-Kokos-Milchreis- und Aprikosen-Streuselkuchen. Da freue ich mich auf den Aprikosen-Streuselkuchen. Doch, da freue ich mich drauf, Aprikosen-Streuselkuchen. Ist das nicht geil? Aprikosen-Streuselkuchen, Mario? Mario hat wieder... Das denke ich schon. Ja, jetzt bist du wieder online bei mir. Ja. Ich nehme an, du hast das Richtige gesagt. Insofern alles gut. Wobei ich nochmal, um nochmal auf die Salate zurückzukommen, den oder die Chicken Bowl, die hatte ich ja mal das Vergnügen zu probieren. Die war tatsächlich optisch auch mehr oder weniger genauso wie auf den Fotos und geschmacklich auch völlig akzeptabel. Insofern kann man nicht sagen, dass das Essen schlecht ist, außer dass man es sich halt kaufen muss. Ja, das Kaufen, da habe ich ja meinen Frieden mit gefunden. Man hätte vieles anders machen können, aber es ist halt jetzt, wie es ist. Und ich finde auch sehr gut, der Kaffee, ich weiß nicht, hast du den Kaffee mal probiert? Da gab es ja auch in Gesprächen mit der Crew, gab es ja das Thema, dass die so bröselig, bröckelig ist. Ja. Nee. Hast du nicht gehabt? Kaffee habe ich nicht gehabt, habe nur einen guten Rotwein getrunken. Ja. Also die Leute sagten, der Kaffee wäre irgendwie zu kräftig und auch unansehnlich durch das Bröselige und auch im Geschmack aber und in dem Geruch fanden sie ihn dann dennoch gut. Vielleicht kam das einfach daher, weil es so stark war. Ich weiß es nicht. Also insofern, ich bin kein Kaffeetrinker. Du bist da mehr bewandert, Mario. Hast du da eine Analyse? Ja, keine Ahnung. Die Art von Kaffee habe ich da auch noch nicht getrunken. Mir scheint der aber besser wahrscheinlich zu sein als das übliche, darf man es Gebräu nennen, was man sonst so an Flugzeugen standardmäßig bekommt. Ich meine, es gibt natürlich auch Fluggesellschaften, die machen einen ganz leckeren Cappuccino und einen ganz leckeren frisch aufgebrühten Kaffee. Aber das übliche, der übliche Standardkaffee ist ja nun auch nicht so der Hit. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass der gar nicht so schlecht ist. Ja, ich persönlich finde es eigentlich gut und da fange ich auch schon an, ein Fazit zu ziehen, zumindest zu dem Onboard Delights. Da ist nach 3 Monaten Abwechslung angesagt, das finde ich gut. Ich finde auch die Abwechslung, das Angebote, Optionen finde ich auch gut, sehr sorgsam gewählt. Geschmacklich werden wir uns das vielleicht mal antun und schauen, wie es ist. Wer von euch schon mal da gegessen hat und gespeist hat bei dem goldenen Kranich, das kann man goldener Kranich sagen. Zum goldenen Kranich. Zum goldenen Kranich. Kann das unten wie immer in den Kommentaren kundtun, da freuen wir uns drauf und wir sind da voller Dankbarkeit. Ansonsten, ja, Mario? Und wer die Dinge, die da sozusagen auf der Hauptspeisekarte sind, nicht mag, der hat ja immer noch die Möglichkeit, die vielen Standard-Snacks zu nehmen, Chips, Nüsse, Süßigkeiten, die bleiben ja mehr oder weniger unverändert. Ja, auch die Specials bleiben ja unverändert, also das heißt, ein Sandwich und Softdrink mit 2 Euro Rabatt bekommt oder aber auch, wenn man mehr möchte, gibt es Best of Dean and David Box, die bleibt ja auch gleich mit den Riesling und Knisper Kirschgarten. Ja. Als Option, da hat man sogar 3 Euro gespart. Das ist doch in Ordnung. Ja, damit würde ich fast schon sagen, es war eine kurze Meldung, deshalb haben wir uns da kurz gehalten, haben aber jetzt für euch nochmal das Video, was wir aufgenommen haben am Freitag beim Stammtisch in Frankfurt, wo wir den Remova-Koffer verlost haben. Das würde ich euch jetzt einfach mal abspielen und danach kommen wir einfach wieder zu euch. Also der glückliche Gewinner, Stefan. Ja, ihr wart heute dabei. Wir haben das wunderbare Unboxing gemacht. Also eigentlich Mario, ich habe ja nur geschaut. Wir haben auch einen Gewinner. Wir haben viele Fragen gestellt. Wir haben aus den 84 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wir einen Gewinner gezogen. Möchtest du dich selber vorstellen? Ja, ich kann auch ein bisschen was sagen. Ich bin der Stefan und ich habe das Unboxing gewonnen. Er ist ganz aufgeregt, vor allem wegen den 2 Kämmen. Ist jetzt ein bisschen natürlich, aber nun gut, was willst du machen? Ja, die grüne Box geht nach
Darmstadt. Darmstadt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und jetzt mach es auf und guck bitte, ob die zwei Kämme drin sind. Nicht, dass Mario einen rausgenommen hat. Nein, ich habe keinen rausgenommen. Und dass die Socken jungfräulich sind. Die sind auch noch süß. Also bitte. Also das Siegel war ja schon gebrochen. Ja, ja, hier. Musste ich. Es, ein Kamm muss oben und einer muss ganz unten liegen. So viel Durcheinander hier. Was haben wir hier? La Prairie. La Prairie. Ganz. Wenn ihr das Unboxing-Video noch nicht gesehen habt, ich werde es hier oben verlinken. Ja. Wow, sehr geil. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, dankeschön. Das war mir ein Fest, wie Joost sagen würde. Also insofern. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Ich halte es in Ehren. Dankeschön. Und viel Spaß damit. Wenn ihr gewinnen wollt, kein Problem. Ihr müsst halt nur die Fragen beantworten. War es schwer? Nein. Also wie immer, liken, du wisst das ja, kommentieren, abonnieren und Glocke und alles. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir waren wieder Stammtisch. Wie fandest du den Stammtisch bis jetzt? Wir sind 84 Leute, war ein bisschen voll, aber... Man braucht keine Angst zu haben, zu kommen. Kommt einfach, gewinnt was und ich fand ihn super. Alles klar. Mehr kann ich sagen. Bis dann, ciao, komm, lass uns gehen. Jo. Ja, willkommen zurück wieder, nachdem ihr jetzt gesehen habt, dass wir wirklich den Remover-Koffer verlost haben. Wir hatten ja auch einige Teilnehmer. Natürlich. Ja. Natürlich, also insofern, natürlich. Das war doch tip top. Ich hoffe, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, so wie ich es da in dem Video auch gesagt habe, da haben wir oben wieder auch eine Verlinkung, dass ihr das Unboxing euch anschauen könnt. Ist eigentlich einer unserer besten Videos. Das war sensationell. Toll. Also ja. Nur aufgrund des Inhalts selbstverständlich des Amenity Kits. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Stefan zwei Kämme braucht, aber das hatte ich ja auch in dem Video eben schon gesagt. Aber ich habe immer noch Zweifel, obwohl es jetzt schon 3 Tage her ist. Ich habe keine Antwort bekommen. Also ich kann euch nur wünschen, dass ihr bei einem der Stammtische dabei seid, oder Mario? Was würdest du so sagen? Das kann man nur empfehlen. Das ist immer, erstens mal gibt es immer ein paar sehr interessante Infos und zweitens natürlich wird auch der feuchtfröhliche Austausch durchaus zelebriert und das gehört ja auch dazu. Apropos Austausch, sage mal, soziale Netzwerke, Facebook, wolltest du da uns nicht auch noch irgendwas zu sagen? Ja, das sollte ich eigentlich sagen, nachdem wir das Video beendet haben, aber ich habe überlegt, ob wir nicht vielleicht mal so Facebook Live Rooms Geschichten machen, weil du kannst ja in dem Vielflieger Stammtisch zum Beispiel auch einen Raum machen. Und dann könnte man da so ein Videoding machen. Das wäre vielleicht auch so eine Aktion, die das Clubhouse ablösen kann. Clubhouse ist zwar ganz toll, aber ich glaube, dass dieses Visuelle als Interaktion doch wesentlich wichtiger ist in meinen Augen. Und das wäre so etwas, was ich vorschlagen würde. Aber das ist noch so ein bisschen in der Beta-Phase. In der Beta-Phase. Ja, neulich, als ich mal selber gepostet habe auf Facebook, dass es heute Abend einen Clubhouse-Talk gibt, wurde ich ja auch sofort mit dem Kommentar versehen, ach, das würde es noch geben. Das wäre ja nur was für alte Leute. Also insofern muss man sich da tatsächlich mal neue Formate ausdenken, denn wir mögen alt sein, sind aber jung im Geiste und vor allen Dingen im Herzen. Ja, da solltest du dann immer nur von dir nicht auf andere schließen. Also insofern... denke ich mal, dass wir da eine Option machen. Vielleicht machen wir heute Abend auch einfach einen Testlauf. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Schauen wir mal. Ja, Mario ist aber noch beim Joggen, glaube ich, vorher. Ja, genau. Körperkult. Ja, also insofern danke, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, dass ihr was lernen konntet, dass ihr von den Onboard-Delights was mitgenommen habt und uns auch ordentlich Kommentare da lasst, wenn wir das Video dann einfach für euch hochladen. Also ihr kennt ja eure 4 Aufgaben, die ihr heute habt. Das ist ganz einfach. Subscriben, dann ist die Glocke an. Ich mache das mal in der Reihenfolge, weil das quasi direkt daneben ist. Und dann natürlich kommentieren und dann liken. Also das sind die Themen, die ihr machen sollt. Deshalb, das sind meine warmen Worte. Da sage ich euch danke. Und Mario verabschiede sich einfach mal alleine wieder. Ja, ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören und beherzigt die Worte von Lars, denn wir sind schon auf die Kommentare angewiesen, um zu wissen, wie ihr denn so zu den Dingen steht. Insofern immer schön kommentieren und natürlich auch liken, subscriben und die Glocke, das sollte nie vergessen werden. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, bis dann. Ciao.